jetzt aber doch ein bisschen nervös. Hutti, hutti, I love you. Guten Morgen zusammen. Ich melde mich bei euch aus der Garage mit dem Jack. Weil wir sind, wie ihr hier sehen könnt, ready to go. Ich glaube, das ist ein bisschen früh für ihn. Für die, die mir nicht auf Instagram folgen oder nicht alles mitbekommen haben, der Jack ist ein Hütehund, den ich immer wieder habe, um ein bisschen auf ihn aufzupassen. Und jetzt habe ich ihn für 3 Wochen. Und ich habe im Moment gerade den wunderschönen Audi e-tron. Ja, ich weiss, gestern hat es angefangen zu stürmen. Als ich für etwa 5 Minuten draussen gestanden bin, merci vielmal Petrus. Anyway, ich bin auf dem Weg auf Österreich, auf Bad Gastein. Ich habe mir überlegt, mit dem Hund und mit dem Elektroauto ist das doch eigentlich eine ziemlich coole Aktion, weil ich muss laden, der Hund muss Platz haben, ich muss können meine Stops machen, ich muss können das ganze Zeug planen. Ich habe das noch nie alleine gemacht und genau das machen wir jetzt. Ich lade jetzt die Taschen ein, gehe mit ihm noch einmal schnell raus und dann sehen wir uns im Auto. Alrighty, here we are. Der Hund tut sich meistens ein bisschen schwer. Jack, Jack, komm, alle ab, rein, hopp, 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 rein, Jack, rein, alle ab, hopp, hopp, Jack. Nein, ich kann dir nicht den ganzen Körper auflupfen. Rein, hopp, hopp, yes, good boy. Okay, so weit kommt er alleine und der Rest muss ich ihm helfen. Der Hund wird irgendwie... Oh! 30 Kilo. Aber ich habe ihm da ein schönes Bettchen gemacht. Mit einer Decke, weil er tut gerne den Kopf da durchstecken. Und dann sabbert er das Auto ein bisschen voll. Und weil ich auch nicht will, dass er da den Lack verkratzt, tun wir ihm ein bisschen helfen. Gell, Muba? Bist du ready? Wir haben ungefähr 600 Kilometer vor uns. Oh, oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Alrighty, let's go. Ich weiss, ich sehe mich wahrscheinlich nicht so gut, aber ich nutze gerade schnell noch den Garagenmoment da rein, um euch die Beleuchtung zu zeigen, die da drin stattfindet. Weil, ich sage ein Spaceship. Du hast hier etwas blau. Vorher war es gerade noch rot. Das habe ich gerade noch gesehen. E-tron in Violett. Die Schriften hier in grün. Hier wieder blau. Etwas Violett. Da hinten war es vorher auch gerade noch rot. Und jetzt ist es blau. It's like a little party in here. Alright, ich bin schon auf der Autobahn. Habe aber gedacht, ich halte kurz an. Und zeige euch die ganze Geschichte mit dem Laden. Weil es gibt von Audi eine My Audi App, wo du das ganze Auto kannst, du gibst eigentlich basically die Fahrzeugnummer ein, die App erkennt sofort, um welches Auto es sich handelt. Du tust es connecten mit dem Auto, das geht ungefähr 5 Minuten ist es jetzt gerade gegangen bei mir. Und dann hast du wirklich die gesamten Informationen zu deinem Auto auf der App. Also ich habe vorher eine Tür offen gehabt, dann macht es bling und es zeigt rot an, die Tür ist offen vom Auto. Jetzt habe ich meine Strecke eingegeben zu dem Hotel Miramonte in Bad Gastein, wo ich auf dem Weg bin. Und ich weiss gar nicht, ob das so Sinn macht, wenn ich euch das zeige. Aber es zeigt auf der Strecke an, wo Ladestationen auf dem Weg sind. Und wenn ich jetzt drücke, Navigation starten, dann kommt da die Meldung, Route wurde erfolgreich an Fahrzeug gesendet und zack, bumm, habe ich die Route auf dem Auto. Ob die Map gut ist, ich gehe mal schwer davon aus. Ich werde es jetzt herausfinden. Auf jeden Fall macht es mega Sinn, um mit dieser App bzw. mit dem Ding zu fahren, weil du so einfach die Ladestationen unterwegs auf der Liste hast, was essentiell ist in dem Fall. Logischerweise sind das Ladestationen, die mit Audi funktionieren. Ich habe da von Audi so eine e-tron Charging Service Karte bekommen. Die werde ich logischerweise verwenden und werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Absolute Neuwelt auch für mich, aber wir probieren das jetzt einfach mal.
Wie die meisten von euch wissen, ist es für mich nicht das erste Mal, dass ich mit dem Audi e-tron unterwegs bin. Im Gegenteil, es ist schon das dritte Mal. Ich fühle mich in dem Auto jedes Mal unhühnewohl. Ich bin jetzt aber doch ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe noch nie so einen Trip alleine gemacht in einem elektrischen Auto. Ich bin immer an Events gsi, wo mir die Strecke vorgeplant worden ist und die ganzen Ladestationen eingezeichnet waren und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich wirklich Mutter, Seele, allein unterwegs. Okay, Doki, die App hat mich tatsächlich schuppdiwupp. Excuse me? Die App hat mich tatsächlich zu einer Ladestation gebracht. Wie das Ganze funktioniert, keine Ahnung. Let's see. Auf jeden Fall das Handy mitnehmen. Oh, und die Karte, die ich hier habe. Also, der Jack hat ein bisschen Wasser bekommen und ist schnell am Warten, während ich das mit dem Laden mache. Ja, gut, I love you. Yes. Wichtig zu wissen, ist, dass es auf beiden Seiten einen Ladestecker gibt, sozusagen. Und die eine Seite kann nur... Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Auf der einen Seite, auf der rechten Seite, kann man nur mit dem kleinen Stecker, mit dem AC Typ 2 laden. Und auf der anderen Seite... Ich bin da! Ich hole dich gerade in den Schatten. Auf der anderen Seite kann man den grossen einstecken. Ich hole schnell den Hund in den Schatten. Yes, du bist schön im Schatten vom Auto, gell? Sehr gut. Okay. Und dann, ne, jetzt hat es da wieder all die Spinnennetze. Jetzt können wir da den Stecker nehmen. Den riesen Stecker. Jesus. Oh, er ist vertrüllt. Okay. Und dann stecken wir das da ein. Okay. Wir haben einerseits das Handy mit der App. Zack, zack. Und wir haben die Karte, die jetzt auch gefragt wird. Die Ladung wird vorbereitet. Ein Moment warten bitte. Utschi-butschi. Wir gehen nachher laufen in den Minuten, wo es am Laden ist. So, und jetzt wird geladen. Und dann zeigt es mir nämlich auch an, sorry übrigens, falls ihr irgendwo auf mir ständig hart seht, das sind sie nicht. So, also, wir sehen, wir sind voll bei 40, jetzt sind wir schon bei 16%. 42 Minuten, um auf 100% zu laden. Ich habe jetzt mal 100% eingegeben als Ladeziel. Ich gehe mit dieser Zwetschge eine Runde laufen. Wir melden uns bei euch in etwa 30 Minuten und dann schauen wir, wie es aussieht. Das ist heiß, gell, Baba? Und mal schauen, wenn ich hier refreshe. Warte, check. Aha! Und wir sind wirklich nicht 40 Minuten unterwegs gewesen. Wir sind jetzt vielleicht, was meinst du, check, 25 Minuten unterwegs gewesen? Yep. Wirklich nicht 45 Minuten. Also richtig, richtig cool. Ich hänge das Baby jetzt ab. Jetzt habe ich gerade noch etwas herausgefunden. Man kann die synchronisieren, entweder indem man da drauf drückt und da anwählt, was man will, aber man kann auch schwupp, sync an. Yes, Audi! Yes, mitgestückt! 273 km, wir fangen jetzt bei 0 an. Perfekte Bus. Ich sehe hier, da, dass er einen zweiten Stopp eingeplant hat bei 161 km, um nochmal zu laden. So, wir haben jetzt unsere zweite Ladung gemacht. Wir sind wieder auf 100%. Der Hund ist schon wieder eingepackt. Und jetzt, wo ich so da stehe, fällt mir etwas auf. Und wenn ich darüber nachdenke, ist das wirklich meistens so. Die meisten Ladestationen sind immer unter freiem Himmel. Das heisst, wenn man einen Hund dabei hat und zum Beispiel noch mit innen muss aufs WC oder etwas posten muss oder was weiß ich und der Hund nicht mitnehmen kann, dann muss der immer draußen in der prallen Sonne sitzen, im Auto. Ein bisschen blöd eigentlich. Also das ist mein Appell
an alle, die Ladestationen bauen. Jetzt, wo ich einmal einen Hund dabei habe, merke ich, dass das fehlt. Das fehlt wirklich. Das wäre super cool, wenn man das noch verändern kann. Ich wollte auch noch den Kommentar machen. Es ist einfach immer das Gleiche mit mir. Wenn ich in ein Auto sitze, mache ich es immediately zu meinem. Was für ein Chaos! Ah! Oh Mann! 284 Kilometer stehen da, habe ich jetzt mit der vollen Ladung. Und ich habe bei 98% ausgesteckt. Und 288 sind es noch bis zum Ziel. Ah! Okay, wir müssen nur einmal schnell stoppen und für etwa 10 Minuten unterwegs laden. Ah! Also, wir sind schon wieder am Laden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, seit ich das letzte Mal mit euch geredet habe. Komm, Jack, wir trinken etwas. Good boy. Hi. Auf jeden Fall sind wir jetzt nochmal am Laden, auch weil ich beim Hotel gerade angerufen habe, um zu fragen, ob die überhaupt eine Ladestation haben. Und sie haben keine, sie haben nur eine Haussteckdose. Und ob das wirklich so gut funktioniert, weiss ich noch nicht so genau. Darum tue ich jetzt einfach noch voll laden, bevor ich dort nachkomme. Dann bin ich auf sicher. Dann habe ich noch ein bisschen Most, also Strom, wenn ich dort nachkomme. Und muss nicht irgendwie verzweifelt nach Strom suchen. Wir sind auf 80% schon. Das heisst, das geht jetzt noch etwa 15 Minuten. Dann bin ich auf diesen 100%. Also gut, da sind es 20 Minuten. Aber es ist jetzt einmal wirklich immer schneller gegangen. Oder vielleicht hat es sich einfach schneller angefühlt, weil ich da mit dem riesen Viech immer unterwegs bin. Wir haben gute Laune. Jack, was suchst du? Ich kann es kaum erwarten, dass wir ankommen. Dem ist langweilig. Okay, wir haben es geschafft. Komm, Jack, komm. Es freut sich, jemand sich wieder bewegen. Ich war jetzt 10,5 Stunden unterwegs gewesen. Wir hatten noch so viel Stau, so viele Baustellen, wo ich Umweg fahren musste und wo ich dann mich zum Teil auch verfahren habe. Katastrophe. Aber wir sind da und es ist saugrusiges Wetter. Es schifft. Voll geil. Aber ich gehe jetzt einfach mal rein ins Hotel. Wir sind im Miramonte und ich zeige euch natürlich alles noch detailliert. Aber jetzt muss ich einfach schnell rein, weil das ist einfach grusig. Good morning, everybody. Es ist heute Donnerstag. Und ich bin gestern Abend so todmüde von dieser Fahrt, die eigentlich jetzt 6 Stunden gehen soll, aber 10,5 Stunden gegangen ist, wegen dem Chaos mit Verkehr und Baustellen, dass ich mehr oder weniger nur noch ins Bett gefallen bin. Vielleicht eine kurze Erklärung, wieso bin ich da in Österreich. Ein wahnsinnig guter Freund von mir und meiner Familie ist jedes Jahr da. Und ich habe es nie geschafft, ihn hier zu besuchen, und ich habe es endlich geschafft. Das Hotel Miramonte hat mich eingeladen, um hier übernachten, 2 Nächte. An dieser Stelle danke vielmals als Hotel Miramonte. Super, super nice. Ich habe wahnsinnig gut geschlafen. Sir Jack hat auch herrlich geschlafen und ist immer noch pooped, for whatever reason. Und heute Morgen bin ich hier draussen gesessen, auf dieser Hängematte. Ich habe es mir wahnsinnig gemütlich gemacht. Und bei dieser Aussicht ein bisschen Editing gemacht. Ich gehe jetzt runter zum Morgenessen und ich weiss nicht so wirklich, was ich heute alles machen werde. Viel Editing, viel im Hotel sein, vielleicht den Spa-Bereich ein bisschen auschecken und geniessen. Und ich nehme euch einfach mit. Ich weiss nicht, ob ich schwätzen werde. Ich weiss nicht, ob ich es euch einfach zeigen werde. Aber here we go. I'm here, breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we could be on the same side. Same side, same side. Same side, same side, same side, same side.
gerade reingeschlichen ins Grand Hotel Budapest. Obwohl es eigentlich zu ist. Zur Aufklärung, es ist das Grand Hotel d'Europe, das im Moment gerade zu ist. Aber es ist einfach, also es ist eins zu eins mit dem Film. Es hätte gerade so gut können da gefilmt werden. Sorry, es ist etwas dunkel da drin. Das Hotel ist so, so, so herzig. Es ist so familiär. Man fühlt sich so wohl. Und es hat hier im ersten Stock einen Spa-Bereich. Ich bin leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Es schmeckt schon so gut. Herrlich. Und es hat so eine schicke Terrasse. So pretty.